Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich sehe da oben links, haben wir jemanden auf dem Campingplatz. Aber erstmal kriegen wir hier Rainers schönes Sonnenblumenbild. Und hattest du neulich deine Sachen verkehrt herum an? Oder bist du rückwärts gegangen? Egal, das war echt lustig. Wow. Danke, Oscar, für diesen Brief. Bin ein bisschen gespannt, wer da heute drin ist. Blumengemälde, das bringen wir gleich zu Herrn Dingsy Bumsy. Zum Herrn Eugen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Mal schauen, wer da drin ist. Ist nicht so meins. Hallöchen, was auf dieser Insel? Ich mache hier Camping. Warst du auch schon mal campen? Das ist wie drinnen sein, nur dass man draußen ist, Schneef. Das möchte ich tatsächlich nicht so gerne. Auf meiner Insel haben. Sorry. I'm sorry so much. I'm so sorry. Ich war heute tatsächlich schon komplett produktiv. Zwar jetzt nicht hier in Animal Crossing, aber in der realen Welt. Denn ich habe heute schon Pizzateig vorbereitet. Der ruht gerade für 2 Stunden. Deswegen habe ich gedacht, komm, die Zeit, die kann ich mir jetzt nehmen. Ich nehme schnell eine Folge Animal Crossing auf. Habe jetzt 2 Stunden Zeit. Ich schaue mir dann gleich Frozen 2 an. Habe ich nämlich noch nicht angeschaut. Kam heute raus auf Disney Plus. Hallo Olivia. Moritz, hallo. Gehst du auch gerade einkaufen? Juhu. Als kleines Mädchen habe ich immer davon geträumt, in einem Laden wie diesem hier zu wohnen. Wenn man hier mitten zwischen den Auslagen einschläft, hat man doch sicher süße Träume. Und wie... Was ist das denn hier für ein Totenkopf? Den Eimer, den haben wir, glaube ich, noch nicht. Na komm, nehmen wir mal mit. So, ich habe gestern war ich auch in meiner Ansicht sehr produktiv, habe eine komplette Serie durchgeschaut. Nein, es ist nicht Vikings. Es ist Japan sinkt 2020. Oh, ein Froschschirm. Den will ich haben. Japan sinkt 2020. Das ist ein... ich glaube, ein Anime, der tatsächlich auf einem Buch basiert. Und... Ja, das Thema steht schon im Titel, ne? Japan sinkt langsam. Sinkt, Erdbeben, Flutwellen, alles überschwemmt, alles weg. Hallo, wie läuft's bei dir so? Oh ja, ja, ja. Hey, trainierst du fleißig? Dann vergiss nicht genug zu trinken. Oh ja, ja, ja. Hi, was geht? Oh ja, 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 ja. Morgen steigt das Angelturnier. Oh ne. Ich weiß nicht, ob ich daran teilnehmen werde. Angeln ist wirklich nervig. Ich weiß es noch nicht. Es hat mich echt überrascht, diese Serie. Denn ich habe mir nicht so vorgestellt, dass FSK vielleicht 12 oder 16 sogar ist. Aufgrund des ganzen Blutes und so. Das war schon, also teilweise war es echt sehr, sehr horrormäßig. Und ja, es war echt wow. Viele Überraschungen, also am Anfang zumindest mit Überraschungen. Danach dachte man sich nur noch, wow, okay, muss das jetzt sein? Weiß ich nicht. Naja, war trotzdem ganz in Ordnung. Der Anfang war sehr, sehr stark. Danach hat es erstmal wieder stark abgelassen. Und die Anime-Qualität an sich war nicht so Premium, aber das ist man, glaube ich, schon gewohnt von Netflix-Animes, also zumindest bei diesen etwas nischerigen Animes, nicht sowas wie The Seven Deadly Sins, hat da schon eine riesige Fangemeinschaft, aber es war nicht ganz so cool. Aber es war schon ein bisschen spannend, ab und zu. Nur die Mitte, die hätte ich nicht gebraucht. Hallo Gabuki, trainierst du schon mal für morgen? Langsam fängt das an zu nerven. Es macht mich regelrecht wütend. Okay. Darf ich dich nochmal ansprechen? Ich habe ein gutes Gefühl, heute fange ich was Großes. Hallo Kleiner, was gibt es denn, Miau?
Morgen findet endlich das Angelturnier statt. Ich habe die letzten Tage schon im Schlaf meinen Schwung beim Auswerfen geübt. Ohne falsche Bescheidenheit, da dürftest du nicht mithalten können. Ich hoffe, dich verlässt nicht völlig der Mut, wenn du meine Ergebnisse siehst. Bah, bah, bah. Ist endlich jemand auf dem Campingplatz? Hier? Nee, okay. Hallo, Kleiner. Morgen, Gronkh. Beste Zeit für den Spaziergang, was? Gähn. Ich komme irgendwie gar nicht aus dem Gähnen raus heute. Das hat man dann vom Frühaufstehen. Oh, ich stehe voll gern früh auf. Mann. Morgen findet endlich das Angelturnier statt. Ich habe die letzte... Junge, du. Du musst nicht das gleiche labern wie Kabuki. Das reicht mir einmal am Tag. Mann. So. Ich möchte tatsächlich die Häuser doch nochmal ein bisschen anders aufstellen. Aber ich wüsste gerade noch nicht, wie... Hier haben wir einen großen Garten für Tina und Sina. Vielleicht machen wir einfach auch noch so Kleidung. Keine Ahnung, Leute. Oh, erstmal, ich müsste auch mal gucken, wo wir einen Park hin machen. Oh, der ist schön da links. Das ist echt schön. Den hole ich mir doch direkt. Och Mann, ey. Zieht den doch einfach aus für mich. Das kann doch nicht so schwer sein. So, danke. Oh, ist das nervig, ey. Wo haben wir denn? Militärjacke, okay. So. Oh, ich finde die alle schön. Nee, den finde ich nicht so schön. Aber die beiden, die finde ich sehr schön. Mal gucken, vielleicht müssen wir gleich noch was kaufen. Was ist das denn da? Cyberhelm. Okay. Nee, wir müssen leider nicht noch mal was kaufen. Aber wir tragen das mal. So. Wir sehen cool aus. Ja, schön, ne? Genau. Ja, hoffe bis bald. Ja, ich hoffe auch. Ich habe schon wieder nicht nach den Insekten geguckt, Leute. Muss ich unbedingt mal machen. So. Oh, der Insektenhain ist da. Wenn man vom Teufel spricht, dann können wir gleich mal alle Insekten verkaufen, die wir im Inventar und so haben. Hallo, Hippo-Schirn. Christine. Ich bin so happy, so happy, dass du da bist, Blubber. Blubber. Hast du schon gehört, dass ich... ja, habe ich. Solange ich in euren Herzen bin, bleibe ich hier. Oh mein Gott. Nun ist es soweit. Wenn ich einen ganz großen Fisch fange, werden mich alle bewundern. Aber mit einem kleinen wäre ich auch zufrieden. Ein winzig kleines, super putziges Fischilein. Ja, tschüss. Tschüss. Also dich will ich auf jeden Fall noch raus haben aus meiner Stadt. Tut mir leid. Tut mir leid. Da kein Rainer und sowas da ist. Ach, wir brauchen auch noch den Napoleonfisch. Fällt mir gerade ein. Ja, Carlsen ist ja da. Och man, den habe ich ja ganz vergessen. Den brauche ich nicht als Event. Den können sie lieber streichen. Alter, Junge. Noch ein Mondfisch, okay, cool. Oh, ich krieg langsam Hunger, Leute. Aber meine Pizza, die dauert dann auch bis ungefähr 18 Uhr und wir haben gerade mal 9.13 Uhr. Ja, ich mach mir, glaube ich, gleich Pommes oder so. Ah, nee, Spinat. Oh, ich mach mir Spinat, Leute. Ich liebe Spinat. Okay, dann gehen wir mal eben schnell das Bild hier ab. Ich muss gerade überlegen. Morgen ist nämlich Samstag. Ob wir da dann vielleicht den See bearbeiten. Aber morgen ist Angelturnier, ne? Oh, will ich den Goldpokal im Angeln haben? Ich weiß es nicht. Ist nämlich wirklich nervig, Leute. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will etwas stiften. Hier ein Blumengemälde. Was du? Ist das etwa ein Blumengemälde? Authentisch und verfälscht. Kein Zweifel, welch herrlicher Anblick.
Mehr noch, als ich je zu träumen wage. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuraten-Ehrenwort. Kuratoren-Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Ihre Spende. Huh, bitte schauen Sie später wieder vorbei. Ja, danke schön, Herr Eugenschirn. Wenn ich dieses Bild sehe, ne, wie ich immer diesen Detektiv-Conan-Film sehe mit Kaito Kid. Und das Sonnenblumenfeld? Heißt das so? Ich glaube schon. Irgendwie so ähnlich. Da ist es, da ist das gute Stück. Es gibt insgesamt 7, glaube ich. Von 7 unterschiedliche Sonnenblumen. 15 Sonnen... Oder 15? Nee. Achso, nee. Van Gogh schuf dieses Werk nach seiner Ankunft in Südfrankreich auf der Suche nach lebhafter Farbe. Gelb war von Van Goghs Lieblingsfarbe. Insgesamt malte er 7 Bilder, die Sonnenblumen zeigten. Ja, meine ich doch. 7 Stück. Wäre eigentlich auch ganz cool, wenn hier alle wären. Aber ich glaube... Nee. Ich glaube, das macht das Animal Crossing-Universum nicht. Dass sie 7 von einer Sorte hier hinbringen. Ja, Eugen, geh du mal wieder schlafen. Oh, boah, hat er eine eher unangenehme Nacht. Ich habe immer solche laute Knaller draußen gehört, ja. Dachte ich als erstes so Feuerwerk, dann habe ich... so toll wie ich bin, habe ich dann natürlich gedacht, oh oh. Wurde irgendjemand abgeschossen? Beziehungsweise angeschossen oder abgeschossen, whatever. Wenn er tot ist, dann abgeschossen. Dann habe ich rausgeguckt, dann habe ich so ein bisschen begutachtet, weil vielleicht wäre ich ja ein wichtiger Zeuge irgendwann, ne? Aber ist nichts passiert. Springst du so schnell herum? Nee. Kacke, dann war das ja gerade ein anderer Käfer. Kacke, kacke. Naja. Verkaufen wir noch eben unsere Käferschirme. Mal schauen, wie viele wir haben. Kabuki angelt noch fleißig. Ey, der König. Ja. Hey du, ich hab was für dich. Bonbonzi. Oh, cool. Okay, komm. Weil du es bist. Weil du es bist. Auf Wiedersehen, Bonbon CD Player. Ja, ja, ja. Wir hatten ein Rezept bekommen, ne? Achso, so eine Gitterwand. Ja, cool. Ist cool. Ist cool, weil ich es noch nicht hatte. Oh. Die sieht anders aus als sonst. Ich bin mir zwar. Oh Gott. Tschüss. Nee, nee, nee. Es hat keiner gesehen, okay? Das hat niemand gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ihr habt's nicht gesehen. Gott, ey, ist das peinlich, wie hier meine Leistung, ey. Ach Gott. Okay. Insektis. Wo ist denn das Lager hier? Dass ich immer nur so Probleme hab mit den ganzen Tasten. Oh Gott, haben wir viele. Naja. So, kommt mal mit hier. Auf einen Vogel, mal gucken. Ein Vogel. Welches wir heute verdingsen. Ich war ja hier für diesen himmlischen Agrias-Falter. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ah, jetzt ist voll. Wie viel haben wir denn hier noch? Okay, ungefähr so viel. Okay, ist in Ordnung. Die lasse ich dann fürs nächste Mal drin. Geben wir ihnen zumindest die Insekten. Machen nochmal einen Schmetterling. Das ist, glaube ich, ganz gut. Oh, bist du zu Hause? Ach, da waren wir gerade drin, oder? Nee, bei Olivia waren wir gerade nicht drin. Dann seht ihr jetzt auch mal die Wohnung. Ich glaube, da wart ihr noch nicht. Dann werde ich offscreen nochmal nach einer Kampfmuschel suchen. Oh, die Stühle sind neu. Die hatte ja vorher nicht drin. Willkommen, fühl dich ganz wie zu Hause. Juhu. Oh, nee. Ja, erzähl mir was anderes. Was führt dich zu mir, Juhu?
Richtig cool, dieses Artusgewand, juhu. Man muss wohl eine gewisse innere Gelassenheit mitbringen, damit so etwas gut an einem aussieht. Ja, da hast du recht. Danke, endlich sieht das mal jemand. Tschüss. Tschüss, kleine Konzertente. So, dann wollen wir doch mal Insekten einsuchen. Ich mag das Lied immer noch nicht so. Hey, da ist gar nichts, du Blindfisch. Ich bin's Carlson, kennst du mich noch? Nee, ich kenne nur Carlson vom Dach. Oh Mann, immer verwechseln die Leute mich mit ihm. Das ist so gemein. Ach Mann, naja. Was willst du von mir? Ich möchte ein Modell. Ja. Ich überlege gerade. Oh, Zitronenfalter wäre auch cool. So ein gelber. Ich nehme den Zitronenfalter. Bitteschön. Oh, danke. Na gut, ne? Dann werde ich mal sowas machen für dich. Bis morgen dann. Hallo? Oh Mann, was willst du denn schon wieder? Oh Mann, ey. Hier, ich habe Insekten für dich. Oh, was? Ja, guck mal hier. Hier, ich habe ganz, ganz viele coole Insekten für dich. Wie viel gibst du mir? Ich tippe so auf 63.000. Glaub mich, es tritt ein Heufer. Das ist ein ganzer Schwarm. Kann der Tag nur besser werden? Würdest du dich mit... Oh, okay, 10.000 zu wenig. Naja, egal. Egal. Dankeschön für die Sternis. Ich wäre ruhig wieder vorbei. Oh, Alter, achso. Ich dachte, er meinte das als Beleidigung, aber nee, ich glaube nicht. So. Haben wir hier nochmal meinen. Oh, stimmt, wir gehen noch zum Nook Center. Ich weiß, das sind nicht sehr viele Meilen, aber was man hat, das hat man. Ne, das ist meine Devise und die werde ich weiter verfolgen, Leute. Die werde ich weiter verfolgen. Hier rein. Ja, Leute, dann war's das mit diesem Part. Ich werde jetzt Frozen 2 schauen. Damit ich auch mal endlich weiß, wie schlecht der Film geworden ist. Oder wie gut, ne? Vielleicht überrascht er mich, ja. Aber soweit ich gehört habe, eher nicht so gut. Ja. Ne? Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, Kamito. Haut rein und dann werde ich euch natürlich erzählen, wie ich den Film fand. Tschüss.